Hallo und Servus zusammen, ich bin's wieder, der Drewman vom Ultra Mega Chicken Squad, und heute darf ich euch den Arcturus AR15 E3 von Bugatti vorstellen. Das ist dieses wunderschöne Exemplar hier, und das Gameplay dazu, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Rein! Beginnen wir mal mit den ganzen Grunddaten. Sie ist mit eingefallenem Stock 720 mm lang. Fahren wir den Stock aus, kriegt sie eine Länge von ca. 800 mm. Erhältlich ist diese Airsoft leider nur in Schwarz und wiegt etwa 2,6 Kilogramm. Bei Bugatti ist sie mit etwa 1,1 bis 1,3 Joule angegeben, und verbaut wurde ein DIN-T-Stecker. Was hier Schönes im Lieferumfang enthalten? Naja, das ist einiges und das staut sich ein bisschen. Zum einen die Airsoft selber, ist ja ganz wichtig, wenn man sich eine Airsoft kauft, dass man auch die Airsoft mit dazu kriegt. Dann sind zwei Midcap-Magazine dabei, was relativ interessant ist. Man kann die von Midcap auf Lowcap quasi umstellen, also entweder hast du 130, entweder hast du 130 Schuss oder du hast 30 Schuss. Wie man das einstellen kann, zeigen wir nachher im Video. Dann haben wir noch einen Reinigungsstab mit dabei, einen Speedloader, und jetzt wird's schwer. Wir haben eine Bedienungsanleitung dabei, wir haben einen Bierdeckel mit dabei, wir haben einen Aufkleber mit dabei, einen Magneten, die Kimme und das Korn, die sind hier bereits aufgebaut, und dann noch einen Adapter von DIN-T-Stecker auf Mini-TAM-Stecker. Genau, das ist alles. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was wurde alles verbaut? Der Lauf ist ein 6,01 mm Lauf, also im Innendurchmesser, mit einer Länge von 280 mm. Gefertigt wird er aus Stahl, ist also sehr hochwertig. Die Hop-Up-Unit ist stufenlos einstellbar. So, kommen wir jetzt zur Gearbox. Die Gearbox ist eine V2-Gearbox. In der Gearbox befindet sich ein Nozzle mit einem O-Ring und aus Kunststoff gefertigt. Der Zylinderhead ist mit verstärktem Kunststoff und hat einen O-Ring. Der Piston ebenfalls aus Kunststoff und mit Stahlzähnen verstärkt, dass der ein bisschen stabiler ist. Der Piston Head wurde aus Alu gefertigt, hat zwei O-Ringe und ist von Bugatti. Also die haben wieder ein bisschen was nachgerüstet, damit es ein bisschen besser ist. Verbaut wird noch ein Bugatti Chor und es hat ein Federschnellwechselsystem. Kommen wir nun zur Optik und Verarbeitung. An sich ist es eine ganz normale AR-15, wie ihr hier sehen könnt, aber hier gibt es ein, zwei individuelle Highlights. Zum Beispiel der Stock hier hinten. Ist jetzt kein 0815 Stock, sondern der ist ein bisschen individuell gestaltet, genauso wie der Handguard. Hat auch hier eine besondere Form, so ein bisschen. Und hier vorne der Mündungsdämpfer sorgt für einen besseren Sound, sage ich mal. Wäre auch schöner, wenn jetzt nicht so voller Schlamm wäre und jetzt hier dieses gelbe Bändchen drauf wäre, aber da ist mir eben am Spieltag ein kleines Malheur passiert. Auch die Verarbeitung ist super, wir haben kaum Spaltmaße. Wir haben keine einzige scharfkantige Stelle hier gefunden, weder hier am Handguard noch hier hinten am Stock oder so. Alles wunderbar verarbeitet, auch die Materialien sind hochwertig. Daher kriegt sie von uns 8 Punkte von 10 möglichen. Kommen wir nun zur Funktionalität. Fangen wir mit dem Hop-Up an. Um ans Hop-Up zu kommen, ist es wie jeder bei AR15 so: Seht ihr oben an, dann öffnet sich hier vorne die Klappe und ihr kommt hier an die Hop-Up-Unit dran. Da könnt ihr dann eben an dem Rädchen drehen und könnt das Ganze verstellen. Was mir aufgefallen ist, das Ganze geht relativ leicht, das finde ich jetzt nicht so gut. Noch dazu ist es ja eben, wie gesagt, stufenlos. Neigt, denke ich mal, tendenziell dazu, dass es sich verstellen kann, muss aber nicht. Hier drüben haben wir dann eben auf der Seite so einen Knopf, da können wir das Ganze dann noch vorschnalzen lassen. Und dann ist die Hop-Up-Unit wieder versteckt und wir machen den Deckel auf und alles ist wieder gut. Hier haben wir dann einen Feuerwallhebel, welcher sich beidseitig auf der Airsoft befindet, wie auch der Mag-Release. Den können wir hier eben schön drehen, lässt sich schön bewegen, alles schön und gut. Der Trigger lässt sich gut betätigen, hat auch keinen allzu großen Abzugsweg. Und hier ist eben der Mag Release, auch beidseitig. Hier ist er nur auf der anderen Seite etwas tiefer. Hier hinten können wir den Stock verstellen, müsst ihr einfach nur hier eindrücken und dann könnt ihr das Ganze nach vorne ziehen. Hier ist wieder so ein Guckloch, dass ihr gucken könnt, welche Stufe ihr eingestellt habt. Leider ist da nichts beschriftet auf der Tube, das heißt, ihr müsst da selber ein bisschen nachhelfen, wenn ihr das beim Transport
immer einstellen müsst, dann könnt ihr hier einfach einen Punkt drauf malen oder so oder irgendwas einritzen, dass ihr wisst, wo ihr vorher wart. Aber ansonsten kann man sich da nicht großartig beschweren. Ist eigentlich alles ziemlich gut. Hier fällt mir auf, ist der Trigger ein bisschen locker. Aber alles in allem kriegt ihr 8 Punkte in dem Fall bei uns. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Magazinen. Das ist ja ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben hier mal die bunte Auswahl hier auf Kompatibilität geprüft. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen meine Favoriten. Sowieso das Originalherstellermagazin. Das passt perfekt hier rein. Feedet wunderbar und geht wieder perfekt raus. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich euch zeige, wie man das hier von 130 Schuss auf 30 Schuss umstellen kann. Ich habe das schon mal vorbereitet. Ihr müsst es quasi auseinanderbauen. Dann habt ihr hier so einen kleinen Hebel, den könnt ihr eindrücken und dann könnt ihr da verstellen. In dem Fall ist es jetzt auf 130, das steht dann nicht da, aber wenn ihr da drauf drückt und rüber zieht auf 30, dann steht da 30 Schuss. Dann fährt da so eine kleine Nase raus und hier oben greift dann die Nase in die andere Nase und gut ist es und habt das Ganze verstellt. Ich hoffe, das war irgendwie verständlich. Das ist auch meine eigene Art und Weise, Sachen zu erklären. Dann geht es weiter mit diesem Magazin hier. Das ist ein EMC-Magazin und da muss ich sagen, das passt nicht. Das geht weder rein, noch geht's raus, noch kann es feeden, weil es geht da nicht rein. Würde ich auf jeden Fall nicht dazu raten. Dieses Gyungki Hi-Cat Magazin hingegen, zu dem kann ich raten. Es geht nämlich sehr gut rein, geht sehr gut raus und feedet auch wunderbar. Ist halt ein Hi-Cat Magazin, muss jeder für sich wissen. Dann haben wir hier ein Lonex Magazin, das geht auch sehr gut rein. Das ist eines meiner Favorite Magazine in diesem Falle. Geht gut rein, wackelt überhaupt nicht und alles feedet wunderbar. Hier haben wir dann noch ein Crytek Magazin, welches ich auch wirklich empfehlen kann. Das geht sehr gut rein, feedet wunderbar und geht auch wieder sehr gut raus. Bisschen strenger wie das Lonex Magazin, aber man kann da nicht meckern. Jetzt kommen wir zu den Akkus. Da ihr auch spielen wollt und zum Spielen den Akku braucht, zeige ich euch jetzt, wie ihr den Akku einbauen könnt. Das Ganze ist ein bisschen kniffliger. Wir haben hier hinten zwar diesen Hebel, den wir da drücken können, aber dann können wir da nicht runterziehen. Das blockiert dann. Also ist hier extra nochmal so ein Stift, den könnt ihr nach unten ziehen. Geht relativ streng und ist fürs Spielfeld sehr bescheiden, um es nett zu formulieren. Deswegen haben wir da uns eine kleine Abhilfe geschaffen. Wir haben hier so einen kleinen Imbus genommen. Jetzt drückt man hier vorne ein und dann kommt hier unten so eine Bohrung raus. Da zieht ihr dann den Imbus rein, zieht den runter, den ganzen Wirrwarr und dann kommt er hier eben ans Kabel ran. Wir haben jetzt eben hier diesen Akku, den könnt ihr dann ganz bequem reinschieben, anstecken, wieder raufziehen und fertig ist es. Das Ganze ist ziemlich, ich würde mal sagen, unpraktisch für den Spieltag. Wenn ihr jetzt einen längeren Spieltag habt und ihr steht mitten auf dem Feld, was ein großes Event ist, wechselt mal schnell Akku. Ich meine, klar, es geht definitiv ohne diese kleine Hilfestellung hier, aber es macht es definitiv bequemer. In der Akkuwahl ist halt ein bisschen eingeschränkt, da gehen eigentlich nur Single-Sticks so ziemlich rein. Hier ist nicht sehr viel Platz und ich denke, hier auch nicht. Ich denke, das kann man sehen, deswegen kriegt sie da leider nur 7 Punkte in der ganzen Hinsicht. Kommen wir jetzt zum Handling. Die ganze Knifte hier ist ziemlich handsam, sage ich mal. Du kannst ziemlich schnell umgreifen, übergreifen, allgemein greifen. Sie ist leicht, sie hat einen sehr guten Mittelpunkt, der ist nämlich hier. Also der Schwerpunkt ist exakt hier, wo du greifst. Und hier vorne kannst du es dann perfekt abstützen. Ist nicht zu lang, ist nicht zu kurz, nicht zu schwer. Was soll ich großartig sagen? Sie ist Outdoor geeignet, sie ist Indoor geeignet, sie ist Mitteldoor geeignet. Du kannst mit ihr einfach alles spielen. Dadurch, dass sie ein Federschnellwechselsystem hat, kannst du sie eben perfekt für Indoor umbauen. Ist vielleicht ein bisschen lang für Indoor, aber ich denke, das kann man so noch durchgehen lassen. Wir geben ihr daher 10 Punkte, weil sie einfach wunderbar vom Handling her ist. Wir haben sie für euch nachgegründet, um zu wissen, wie gut ist sie denn jetzt wirklich. Wir haben sie mit etwa 1,3 Joule gekrönt und die Abweichungen waren dermaßen minimal, dass sie nicht wirklich nennenswert sind. Für eine Airsoft in der Preisklasse wirklich top, da kann man nicht meckern. Auch an sich, das Schussbild war super, gestreut hat sie quasi gar nicht. Ich glaube, von 10 Schüssen war mal einer dabei, der jetzt nicht genauso war wie die anderen, aber das ist wirklich trotzdem immer noch hervorragend und die Reichweite ist auch wirklich super. Da kann man auch überhaupt nichts dagegen aussetzen. Da kriegt sie ganze 9 Punkte von uns.
Somit sind wir jetzt zum Fazit des heutigen Videos angelangt. Für 419 Euro kriegt ihr eine Airsoft, die wirklich das Gold wert ist. Sie ist universell einsetzbar, sowohl für CQB als auch eben Outdoor und ist daher unserer Meinung nach definitiv für Einsteiger geeignet, die bereit sind, mehr Geld auszugeben. Mehr Geld heißt allerdings auch, dass ihr die Airsoft definitiv länger spielen könnt als nur ein, zwei Jahre. Daher kriegt sie von uns insgesamt 8,4 Punkte, weil wir einfach finden, dass sie komplett solide ist und man überhaupt nicht meckern kann für das, was man bekommt. Wir bedanken uns fürs Einschalten des Videos. Liked das Video, besucht uns auf Facebook, Instagram, was haben wir noch, YouTube, abonniert, lasst einen Kommentar da und macht sonst so, was ihr tun wollt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, macht es gut und bis dann. Ciao. Are you listening? Damn.